Herzlich willkommen zur nächsten Bravely Default Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Soevo und wir holen uns als erstes mal wieder Leute über das Internet zu uns, damit wir das nicht vergessen. Das ist ja ganz wichtig, wir brauchen immer mehr Einwohner für unsere Stadt. Das ist schon mal ganz klar. So. Go, go, go. Freunde werden über das Internet eingeladen. So sieht's aus. Okay, das kriegen wir. Keine Freunde. 4 übers Internet. Perfekt. Gehen wir auch gerade mal in die Stadt. Wieder blöde neue Erzfeinde, die wir eh nicht machen können. Einwohner haben 4 gestiegen. Hier tun wir mal unsere 4 Einwohner dazu. Haben jetzt schon 26. Das ist richtig gut, denke ich. Muss nur so weitergehen. Dann würde ich aber auch sagen, speichern wir gerade noch mal ganz, ganz kurz, damit wir die auf jeden Fall behalten, falls irgendwas passiert. Und dann gehen wir hier in die Höhle rein. Das ist jetzt diese Gewandgrotte. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, welchen Treppenabstieg ich so genommen hatte. Das ist 2 Tage her, seit ich nämlich die letzte Folge aufgenommen habe. Oder 3 sogar schon, glaube ich. Aber hier gibt es ja Gott sei Dank nur eine Etagentreppe nach unten. Da gehen wir natürlich die. Okay, ich weiß noch, dass die... Default will ich doch gar nicht. Ich weiß noch, dass die Gegner hier relativ stark sind und wir deswegen noch mal raus mussten das letzte Mal. Ich denke, wir sollten... Sollten wir mit der zaubern? Sollten das generell mal anders machen. Wir machen das jetzt so. Machen auf jeden Fall einen Brave-Angriff mit ihm, machen aber Angriffe auf die Zombie-Wölfe. Sie macht Fähigkeiten... Aero. Machen wir 2-mal ruhig. Auf die Motte. Er macht dann 2-mal Fähigkeiten Feuermagie auf den Zombie-Wolf. So, und sie macht einen vollen Angriff, denke ich. So, gucken wir mal. Wenn wir sie alle kaputt kriegen. Sehr gut. Bam, bam, bam. Die hat gut getroffen auf jeden Fall. Eine Aero hat gereicht. Oh, Tiss hat fast Level Up. Wir sollten ja noch was ein bisschen was verändern, haben wir den Tipp bekommen. Dass wir bei Fähigkeiten ein bisschen was machen können. Als Untergruppe, dass man da nicht Weißmagie reinmacht, sondern einen anderen Jobgeschick. Das funktioniert ja wohl, so wie ich das jetzt verstanden habe. Weißmagie hat sie, also können wir zum Beispiel Schwarzmagie bei ihr noch reinnehmen. Und dann nehmen wir bei ihm, nehmen wir natürlich auch was anderes. Finanzspritze weiß ich gar nicht. Diebstahl finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Machen wir ruhig mal Faustkampf bei ihm mit rein. Bei ihr machen wir auch den Faustkampf mit rein. Faustkampf. Und bei ihm machen wir, können wir ruhig mal Diebstahl mit reinmachen, denke ich. So, dann haben wir jetzt hier ein bisschen was verändert. Denke, das sollte auch gut was helfen. Und dann geht's jetzt weiter hier. Zumindest klingt das ziemlich gut. So, die Kiste da oben ging ja nicht auf. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, welche von den beiden... Wegen ich gehen muss, wenn ich ehrlich bin. Hier machen wir mal... Wir können ruhig mal Schwarzmagie machen. Machen wir ruhig ein Feuer auf alle. Ich denke, wir sollten noch mal was ändern gleich. Wir sollten der Idee keinen Faustkampf geben, sondern heilen. Damit wir 2 Weißmagier haben. Ich denke, das wäre ganz gut. Schätze ich zumindest. So, der hat sich ja super eingedödelt. Ich brauche eigentlich nichts machen. Er macht wieder einen Angriff, weil der Angriff eh egal ist. Und er hat sich böse selbst gedamaged, würde ich sagen. Na super, jetzt der noch da eingefürchtet. Oh Mann, aber egal, der macht ja wenigstens Damage.
wenn es drauf ankommt. So. Tis Level Up, Level 20 geworden. Sehr schön. Muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie da nicht für ihr zweites Jobgeschick auch noch Punkte bekommen. Aber was soll's. Man kann ja nicht alles haben. So. Ich denke, wir nehmen einfach mal die erstbeste Treppe. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Ich weiß es nämlich leider wirklich nicht mehr. Macht aber auch nichts eigentlich, denn wir müssen ja sowieso hier rum. Und ein bisschen leveln. Von daher ist es vollkommen in Ordnung, denke ich. So, ich kann ruhig mal einen Heal raushauen. Ich hätte ganz gern Vitra oder sowas. Da ist die zweite Vita-Stufe. Muss es ja eigentlich auch wieder geben. Bin ich der Meinung. Kann ruhig nochmal heilen. Unterwegs sind alle wieder fast voll. So, nur der Tiss kriegt ein bisschen auf den Sack. Nee, nee, du machst mal besser gar nichts. Zack, zack. Und die Idee noch angreifen. Go, go. Nö. Gut, perfekt, perfekt. So, Agnes Level Up. Ringabel Level Up. Sehr schön. Die nächsten Level 20er am Start. So, jetzt heilen wir gerade erstmal. Vita, zack, zack. Oh, der hat über 1000 HP jetzt. Sehr schön. Frage ist, ob 9999 mal wieder Cut ist oder ob man mehr haben kann. Da bin ich mal gespannt. Und ob auch Level 99 oder so dein Schluss ist. Wobei ich wahrscheinlich Level 99 nie erreichen werde. Wobei, man weiß ja nie, wie das Spiel sich entwickelt. Es kann auf einmal ganz schnell gehen und man hat das. Aero will ich machen, genau. Erstmal suchen müssen eben hier. So, raus damit. Oh, einen haben wir einfach umgehauen. Auch schön. Die müsste mit dem Aero-Unterstützung auch zurechtkommen. Perfekt. Idea müsste auch bald ein Level-Up haben. Zwei, drei Kämpfe noch, höchstens. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir richtig sind. Ja, wir sind richtig. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So muss das sein. Hier sind aber auch noch vier Kisten. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir hier nichts verpassen in der Richtung. Ne, machen wir mal anders. Wenn es so viele sind, verteilen wir die Angriffe mal. So. Sie macht mal drei Aero-Zauber. Der macht nichts. Sie macht noch Angriffe. Verteilen wir aber auch wieder. Schön. So. Dann gucken wir mal. Verwirren bitte nicht den Falschen. Okay, es war in Ordnung. Hauptsache nicht die... Genau, sie verwirrt hier. Weil die muss den Damage raushauen. Du bist entkommen. Na super, du dumme Olle, ey. Wollt doch gar nicht flüchten. Will doch die EP haben. Oh Mann. Sind wir einfach abgezischt. So, Echokraut. Ich glaube, gegen Anti-Verwirren oder sowas, schätze ich mal. Irgendwo. Oh, ihr seid coole Laternen. So, dann behalten wir mal ein bisschen Mana bei den anderen. Ich denke, das wäre ganz gut. Oh, die halten aber auch ganz schön was aus. Nicht so geil. Nicht so geil, nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Der kann mal ein bisschen zaubern. Machen wir ruhig mal Feuer und das auf alle. So, gucken wir mal. Feuer lohnt sich nicht so richtig. Ich würde ganz gerne wissen, was denn... Okay, Schwachsteller wissen wir noch nicht. Okay. Machen wir ruhig mal was anderes als das Feuer. Machen wir ruhig mal Eis auf alle und einen Blitz auf alle. Und dann machen wir auch nochmal ein Feuer, falls die anderen irgendwie was heilen oder so. Man weiß ja nie. Okay, bringen tut beides nichts. Macht also keinen Unterschied. So, die müssten jetzt eigentlich tot sein. Oh nein, du sollst angreifen, meine Liebe. Danke. So, der ist tot. Der ist tot, perfekt. Der auch, gut. 216 Geld und 108 EP ist halt super. Und so schwer waren die jetzt eigentlich auch nicht.
muss ich sagen. Die Kiste hatten wir ja. Heilen wir gerade nochmal schnell. So, fertig. Weiter geht's. Dim, 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 dim. Da oben ist was. Dann müssen wir erstmal links rum zu der Kiste. Würde ich sagen. Zack. Ein Äther. Äther ist immer gut. Die kann man meistens dann beim Endboss und Co. dann so richtig gut benutzen immer. Zumindest ist das so mein Punkt, wo ich das benutze. Oh nein, die haben einen dicken Frühangriff. Den behalten wir mal. Ihm machen wir komplett eine Runde Feuerangriffe. Er muss auch, sie muss auch voll angreifen. Hauen wir voll raus hier. Alles, was geht. Verwirren, nicht so schön. Aber was soll's, können wir ja nicht ändern. Gut, den haben wir tot. Der hat uns Mana abgezogen. Das ist nicht so geil. So. Gucken wir mal. Müssen wir jetzt eine Runde warten. Oh, fuck, die hat den geheilt. Das ist ja nicht so geil. Irgendwie. So. Da nichts machen. Die Idee voll angreifen. So. Perfekt. Gut. Dann geht's weiter hier. Das bringt uns nichts. Hier unten war auf jeden Fall eine Kiste, die hatten wir ja schon gesehen. Gucken wir mal, dass wir die holen. Hier ist sie. 1000 Geld, das ist richtig gut. Eine Kiste muss irgendwo noch sein. So, machen wir hier wieder vollen Angriff. So, sie macht hier von mir aus ruhig mal... Na gut, die hat nicht mehr so viel Mana. Machen wir mal zwei Stück mit der. So. Er kann auch mal zwei Feuer machen. Und sie greift voll an. So, gucken wir mal. Dass wir sie auch alle wegbekommen halt irgendwie. Go, go. Jawohl, einer ist weg. Die anderen auch. Perfekt. Nächster Kampf geschafft. Die DIA Level Up. Sehr schön. So. Was haben wir hier? Hier ist die Treppe. Da muss oben die Kiste noch sein. Gucken wir da mal. Was haben wir hier? Wieder Laternen haufenweise. Die beiden machen mal nichts. Die sparen mehr Mana. Die können ja nicht so viel. Finde ich. Zumindest. Okay, Angst ist schon mal ein bisschen uncool, aber nicht so wild. Zack, der kann ja nicht, muss er angreifen, wenn er sich fürchtet. Verstehe ich aber auch nicht, dass man, wenn er sich fürchtet, nicht blocken kann. Macht gar keinen Sinn, meiner Ansicht nach. Aber was soll's. Angreifen, du heilst mal eine Runde. Alle Verbündeten, du machst nichts und sie macht einen Angriff. Die machen ja Gott sei Dank trotzdem ordentlich Damage, auch wenn sie Angst haben. Das ist ganz praktisch. Oder er hat gar keine Angst mehr. Dann kann er auch angreifen. Sie macht nichts. Er macht einen normalen Angriff und sie greift auch volles Brot an. Go, go. Oh, er hat überlebt. Ist nicht so geil. Eieiei, die halten halt so viel aus, das ist übelst krass. Müssen wir erstmal den Tiss heilen. Können mal gucken, dass wir mit ihm vielleicht ein Feuer machen. Lohnt sich aber auch nicht wirklich. Macht nicht so viel Schaden. So, blocken wir lieber wieder. Das hat sich gelohnt, weil er ja angegriffen worden ist. Mal mit ihr heilen wir gerade mal wieder. Vorsichtshalber. Der Tiss kriegt nämlich richtig gut auf den Sack. Wir machen einfach mal normale Angriffe. Erstmal. Müssen ja nicht aufladen. Müssen mal eine Runde Default machen. Oh, das war nicht so geil, aber was soll's. So, voller Angriff. Sie kann ja nicht, dann muss sie einfach angreifen. Bam, 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 sehr schön. Müssen wir das noch irgendwie hinkriegen. Das eine Viech.
Eieiei. Jawohl, Crit, schön, perfekt. Dann müssen wir jetzt aber heilen. Definitiv. So, Weißmagie, Vita, zack, zack. Gut, das klappt. Jetzt haben wir noch die letzte Kiste. Muss ja hier irgendwie sein. Da ist sie. Erstmal noch ein Kampf. Oh, nicht die schon wieder. Diesmal zaubern wir aber. Habe ich keinen Nerv für. So. Aero auf alle. Am Ende heilt es, dann lache ich. Das wäre lustig. Go, go. Du machst auch einen vollen Angriff. Dann haut mal raus, meine Freunde. Das war richtig cool. War aber auch gut teuer. Denke ich. Mana-technisch. Aero, gut. Jawohl, alle gleichzeitig. Dafür haben wir zusätzliches Geld bekommen. Ist ja auch ganz geil. So. Teleportstein. Weiß ich gar nicht, ob wir den so irgendwann mal auch benutzen. So, jetzt müssen wir hier in die nächste Etage. Und da können wir speichern. Dann machen wir das da auch. Speichern. Und dann machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.